Debbie St. Martin ist glücklich. Endlich steht sie wieder vor dem Mikrofon. 4,5 Jahre hat die junge Sängerin diesen Moment entgegengelebt, hat gehofft und gezaudert. Jetzt ist sie soweit und wagt das Comeback. Girls heißt ihre Single, die zurzeit in einem belgischen Tonstudio produziert wird. Ja, natürlich bin ich stolz. Es ist ein Anfang und es klingt gut, finde ich. Ich hoffe, dass das alle finden. Ein Anfang, nachdem alles zu Ende schien. Damals in jener eiskalten Novembernacht 2001, als der Crossair-Flug 3597 an einem Berg bei Zürich zerschellte. Ich wachte auf, weil mein Gesicht brannte. Ich schlug die Flammen mit den Händen aus und schaute, dass ich rauskam aus dem Flugzeug. Es ging ganz schnell. Ich erinnere mich nur an wenig. Die 28-jährige Holländerin saß in der Mitte des Flugzeugs. Vor ihr die Rocksängerin Melanie Thornton und Debbies Kolleginnen Maria und Nathalie. Passion Fruit hieß ihre Band. Am Abend zuvor waren die drei in Leipzig aufgetreten. Sie rief ihre Namen. Ich wusste, sie saßen vor mir. Und wenn sie nicht antworten, sind sie tot. Nur 9 von 33 Menschen an Bord überleben die Katastrophe. Debbie ist schwer brandverletzt. 5 Operationen steht sie durch. Ihr unbändiger Lebenswille hilft ihr dabei. Und ihre Familie, mit der sie ein Jahr später zur Unglücksstelle reist. Ein Gedenkstein erinnert an die Toten. Debbies Körper heilt schneller als ihre Seele. Erst jetzt beginnt sie zu trauern um Maria und Nathalie und das, was war. Ihre Zeit mit Passion Fruit, einer jungen, sympathischen Band, die gerade dabei war, Karriere zu machen. Vorbei. Singen, im Rampenlicht stehen, das war Debbies Leben. Dies war eine typische Passionfruit-Pose am Ende eines Liedes. Ich habe von sowas geträumt, seit ich 5 Jahre alt war und singend mit einer Bürste in der Hand vor dem Spiegel herumgetanzt bin. Doch passt sie mit all ihren Narben noch in diese Welt des schönen Scheins? Debbie wächst mit ihrem Schicksal. Ich trage, was ich tragen will, und wenn Leute ein Problem mit mir haben, sagt das mehr über sie aus als über mich. Ich muss mein Leben leben. Ich kann mich nicht verstecken, weil ich angeblich ein hässliches Monster bin. Tief in mir drin weiß ich genau, das bin ich nicht. Ich habe meine Narben, weil ich überlebt habe. Es sind Narben aus einer Schlacht, die ich geschlagen habe. Da ist nichts, wofür ich mich schämen müsste. Und außerdem habe ich nie ausgesehen wie Naomi Campbell. Also sollte ich jetzt nicht so tun, als ob ich früher Miss World gewesen bin. Ich bin immer noch Debbie, aber ich habe Brandwunden. Das Wort Opfer mag sie nicht. Debbie arbeitet hart an sich. Sie bekämpft ihre Angst vorm Fliegen und hört auf, nach dem Warum zu fragen. Wenn ich 80 bin, hoffentlich werde ich so alt und zurückschaue, dann werde ich wissen, warum. Wenn ich jetzt frage und dabei innerlich stehen bleibe, gibt es keine Antwort. Debbie will ihr Leben mit Antworten füllen, indem sie ihre Erfahrungen weiterträgt. In Holland arbeitet sie mit brandverletzten Kindern. In Deutschland ist sie Botschafterin für Cicatrix, einem Verein, der Menschen mit ähnlichem Schicksal hilft. Viele Menschen brauchen Hilfe. Rechtlich, medizinisch. Ja, ich will helfen. Und Cicatrix braucht Geld dafür. Ihre Freunde unterstützen sie dabei. So wie ihr Manager Georg Bergheim. Er versteht etwas von seinem Geschäft und hat viele bekannte Musiker unter Vertrag. Alle hier drücken Debbie die Daumen und glauben an ihre Solokarriere. Sie selbst ist voller Zuversicht. Nach so schweren Jahren bin ich neugierig. Neugierig, was die Zukunft für mich bereithält. Ich bin bereit, hart zu arbeiten. Ja, natürlich, es ist immer noch ein Abenteuer. Bei dieser CD verzichtet Debbie auf Gage. Der Erlös soll an Cicatrix gehen.